Ja? Warst ziemlich lange weg? Nur spazieren. Aha. Weißt du, ich habe Johnny getroffen. Er sagt, er verlässt die Stadt. Hm? Ah, der Typ. Was machst du? Bleibst du denn noch eine Weile hier? Eine alte Freundin steckt in Schwierigkeiten. Ich helfe ihr. Das muss ich. Hab's mal versprochen. Damals hätte ich nicht im Traum daran gedacht, dass es so schlimm wird. Willst du vielleicht reden? Ich bin da. Wie? Cloud, was ist denn mit dir los? Wieso? So einfühlsam kenne ich dich gar nicht. Ist das schlecht? Mm-mm. Im Gegenteil. So machst du Marlene auch keine Angst mehr. Jedenfalls bin ich erleichtert, dass du wieder da bist. Aber jetzt bin ich müde. Ich gehe besser ins Bett, auch wenn ich am liebsten die ganze Nacht reden würde. Okay. Schlaf gut, Cloud. Du auch. Tiefer. Oh, die Dementoren kommen schon wieder und saugen uns unser Hirn aus. Nicht mein Hirn! Schlaf. Vergiss all deine Sorgen. Was ist los? Schnell! Komm mit! Oh-oh. Wir wollten gerade aufbrechen, als die plötzlich auftauchten. Aber jetzt könnt ihr sie auch sehen. Barrett und Jesse kämpfen, aber lange geht das nicht gut. Nichts wie hin. Ja. Ich scanne die mal. Vielleicht erfahren wir dann ein bisschen was über diese komischen Wesen. Oh, ich wollte mich gerade scannen. So, jetzt. Unbekannt. Aha, verwende Magieattacken, um die Schockleiste schneller zu füllen. Physische Attacken. Naja, okay, gut, Magie. Immerhin. Die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Hä? Wirklich? Wann, wie, hä? Na gut, die Stufe deiner Materie hat sich erhöht. Das bedeutet, dass du nun auch eine höhere Magiestufe einsetzen kannst. Wann ist denn das? Naja, okay. Feura und Feuga sind beispielsweise verstärkte Formen von Feuer. Mit der größeren Wirkung erhöht sich allerdings auch der MP-Bedarf. Während des Kampfes kannst du bla 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 bla. Okay, gut. Dann machen wir gleich Feuer. Ich dachte, ich muss da mindestens zwei Feuer ausrüsten, damit ich Feuer machen kann. Aber ich beschwere mich nicht. Habe ich nur falsch verstanden anscheinend. War es das? Das hoffe ich jedenfalls. Feuer. Es tauchen ja immer mehr auf. Was? Ja. Oh, Limit! Yeah! Welche letzten Worte? Alles geben! Und Feuer! Brenne! Sind das für Kreaturen? Sie werden durch Berührung sichtbar. Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen. Nicht mal ein Soldat weiß was über sie. Ich weiß, dass man sie töten kann. Oh nein!
schon wieder. Ist noch ein Weg? Ja, hier lang. Aber warum verhauen wir nicht einfach alle? Hier, benutzt. Ich habe das Gefühl, die versuchen uns aufzuhalten. Benutz doch dein Schwert wie so ein Ventilator vor dir und häcksel dich durch. Das muss ein Albtraum sein. Die überschwemmen die Slums ja regelrecht. Geh mir nicht unter. Ich bleib nicht hinter dir. Aber scheinbar tun die auch nicht wirklich was. Was zum was denn? Er hat gesagt, was zum und dann, oder? Auf die Kreatur hat er gezielt, glaube ich, oder? Greifen wir den mal an. Der Feind ist geschwächt. Oh, warte mal, das ist was Neues. Nihilistisches Wesen, das scannen wir mal, das analysieren wir mal. Bin mal so frei. Ach so. Das kriegt aber, ist aber die gleiche, das gleiche anscheinend, nur anders. Ja. Limit! Hier gibt's nichts zu kaufen, verdammt! Tja, was waren das denn überhaupt für komische Viecher? Naja, in diesem Giftsumpf, da wundert mich mittlerweile eigentlich gar nichts mehr. Tja, schönen Dank auch, Shinra. Alles okay? Das würde ich ja gerne behaupten, aber... Nicht so ein Tollpatsch. Es tut mir wirklich leid. Ach was. Oh. Huh? Bist du etwa verletzt, Jesse? Bist du in Ordnung? Jetzt übertreib mal nicht. Ich bin topfit. Naja, trotzdem solltest du dich ausruhen. Quatsch! Du setzt dich hin und ruhst dich aus. Wie? Und was ist mit der Mission? Bix ist doch längst im Reaktor. Es gibt jetzt kein Zurück mehr, Barrett. Ich mach deinen Teil einfach mit. Das wird ja immer besser. Mach dir keine Sorgen, Jesse. Ich springe für dich ein. Cloud... Bist du einsatzbereit? Das kostet aber extra. Am Geld soll's nicht scheitern. So, Cloud ist dabei. Dann weiter nach Plan. Pass mir ja gut auf meine Leute auf.
Wedge, du bleibst hier bei Jesse und Marlene. Wie? Aber ich kann doch mitkommen. Du musst sie beschützen, Wedge. In Ordnung? Alle wissen, was zu tun ist? Unser Ziel ist Reaktor 5. Wir treffen uns am Bahnhof, sobald alle soweit sind. Hier hast du dein Geld. Das sollte aber mehr als genug sein. Soldat, ich zähle auf dich. Hier läuft immer noch Hip-Hop der Chocobo. War ich schon mal hier hinten? Ich glaube schon, oder? Aber ich schaue mich lieber nochmal um. Man kann ja nie... Man kann nicht oft genug looten. Schade. Na gut. Dann los. Hey Kumpel! Hier für dich! Kriegt derjenige, der beim Dartspielen einen neuen Highscore aufgestellt hat. Nimm schon! Wenn die Mission vorbei ist, sollten wir alle mal eine Runde Darts spielen. Aber dann mache ich euch fertig. Meine Dart-Skills sind legendary. Doch, stimmt schon. Ich wollte nur... Ich bin verwirrt. Aha, genau. Das wollte ich. Ich wollte nur mal schnell gucken... Was habe ich denn hier gleich nochmal? Ausweichrundumschlag mache ich nie. Nie mache ich den. Dann nehmen wir lieber irgendwas anderes. Okay, genau, eben, genau. Da steht's doch. Feuerer anwendbar. Aber da brauche ich zweimal Glut dafür. Ich habe gar nicht zweimal Glut. Moment mal. Das ist eine Stufe 2 Glutperle. Ach so. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich eine Stufe 1 ausrüste, kann ich dann insgesamt... Nein, die müssen hochleveln. Oder so kann ich jetzt nicht, Feuga. Nee, ich glaube nicht. Dann nehme ich lieber noch eine Heilenperle. Nee, ich glaube, ich nehme Luft. Nehmen wir Luft. Was macht eine Barriere? Eine Barriere. Wer hätte das gedacht? Dann nehme ich Luft. Okay. Reden wir mit den beiden mal nochmal. Kümmere dich um die anderen. Okay, Kumpel? Na? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gib immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Das ist komisch, ne? Das finde ich komisch. Hier in dieser Final Fantasy Welt einen Pinball-Automaten, der Golden oder Gold Time heißt. Und da sind Cowboys mit Pferden, die irgendwie so... Wild West steht da. Gab's in der Welt auch einen Wilden Westen? Und wenn ja, wie lange ist denn der bitte her? Und, what? Naja, da würde ich jetzt gern mehr dazu erfahren. Aber das wird wohl kein Teil der Hauptstory werden. Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Okay. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal deiner Gruppe angehört haben, lässt sich auch in der Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materialien oder Accessoires austauschen. Da fällt mir ein, dass du, glaube ich, tatsächlich noch einen Lernplatz hast, oder? Ach so, aber nur, ich verstehe. Nee, vergiss es. Wir haben... Oder kannst du auch? Nee, kannst du nicht auch. Okay, alles klar. Dann, gehen wir da lang. Moment mal. Was? Gehen wir da lang. Nee.
Dann gehen wir da lang. Ich habe Jesse schreien hören. Der Typ, der sich die Motoren in der Explosion mit. Das sieht gut aus. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Angeblich wollen wir. Hey. Vor so einer Bombe hätte ich ja voll Angst. Die sollten alle zu uns in die Slums kommen, finde ich. Der versucht die Stange rauszuziehen, damit er der König der Bauarbeiter wird. Ich verstehe. Wir können uns Avalanche doch nicht geschlagen geben. Das weiß ich selbst noch nicht genau. Alle Wissenschaftler der Avalanche. Ist was? Ne, ich finde es schon interessant, weil wir sind ja im Grunde die Widerstandsgruppe gegen die großen bösen Superkonzernregenten. Aber es ist in dem Spiel absolut nicht so dargestellt, als hätten wir Rückhalt aus der Bevölkerung. Ob es nun an Propaganda liegt oder ob die einfach nur ihre Ruhe haben wollen. Aber Avalanche sind nicht gerade die Helden in dieser Welt, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ganz im Gegenteil. Die meisten fühlen sich eher genervt, mindestens, wenn nicht sogar bedroht. Deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Dann zeig mal. ATP-Boost. Okay, das ist auch nicht schlecht. Analysiere Gegner, alle Gegner. Das ist gut. Jetzt freue ich mich schon drauf, wenn das hochlevelt. Das ist ja cool. Mache ich einmal pro Kampf und bam, bin ich hier awesome. Ausgezeichnet. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Wenn ich die Schallplatten noch nicht habe, die ich höre irgendwo, dann wird das mit einem Fragezeichen angezeigt. Jetzt verstehe ich. Sag mir, auf was hat der große Alleskönner denn ein Auge geworfen? Hm? Auf die Musik. Barrett's Theme. Her damit. Wenn schon, denn schon. Wenn, dann sammeln wir die auch, wenn das so eine Mechanik ist. Yeah. Trotzdem wird immer überall Chocobo-Hip-Hop laufen. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ich weiß jetzt nicht, was du mit alles meinst, aber grundsätzlich bin ich bereit. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Luft habe ich schon. Und verschieben geht nicht. Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch.